Stiegels Brauwelt war ganz in rotes Licht getaucht. Anlass dafür war der 60. Geburtstag von SPÖ-Landesrat Walter Blachfellner. Aber nicht nur rote Gestalten ließen sich auf der Party blicken. Auch schwarze und grüne Gäste sind gekommen, um dem in der Landesregierung sehr beliebten Landesrat zu gratulieren. Der SPÖ-Landesrat Walter Blachfellner ist heute aus der Salzburger Landespolitik nicht mehr wegzudenken. Politiker war er aber nicht immer. Bevor der gebürtige Werfner zur SPÖ wechselte, startete er bereits mit 17 eine Karriere bei der Post. Ich war bei der Post Zentralbetriebsrat, bin dann ÖGB-Chef in Salzburg geworden und als solcher habe ich die Gabi Burgstaller gefragt, ob ich in ihr Regierungsteam gehen möchte, wie sie Landeshauptmann-Stellvertreterin geworden ist. Das war vor 11 Jahren und da habe ich Ja gesagt und jetzt bin ich immer noch in der Regierung und fühle mich pudelwohl. Jetzt auch immer noch die Motivation da? Ja, mehr denn je. Mehr denn je, denn ich glaube, dass die Sorgen der Menschen größer geworden sind, nicht kleiner. Und unsere Aufgabe ist, bei Menschen zu sein und den Menschen zu helfen. Und das probiere ich täglich. Heute ist Blachfellner immer noch Obmann der Salzburger Postmusik, die er dazumals zu seinem 50. Geburtstag den eigens für ihn komponierten Salzburger Landmarsch erstmals aufführte. Da habe ich die Ehre gehabt, dass ich ihm das in Werfen anlässlich der Feier seines 50. Geburtstages übergeben durfte. Und das war für uns eine Auszeichnung. Es haben erst 3 Personen, einer davon war der ehemalige Präsident Blecher, einen eigens komponierten Marsch bekommen. Ich hätte ja gern, dass überall, wo er auftritt, der Marsch gespielt wird, aber das spielt es halt nicht. Nicht nur die Post ist stolz, dass Blachfellner in die Politik gewechselt ist. Auch seitens der Gewerkschaft betrachtet man diesen Schritt als kluge Entscheidung. Er ist nach wie vor im Herzen ein Gewerkschafter, auch wenn er in der Zwischenzeit ganz wichtige landespolitische Funktionen eingenommen hat. Und wenn man natürlich dann die Chance bekommt, das, was man zuerst fordert, auch tatsächlich in der Realität umzusetzen, ist schon sehr reizvoll. Und der Walter Blachfellner hat das getan und tut das permanent. Das beste Beispiel ist seine Wohnbaupolitik. Die Partygäste beschreiben den SPÖ-Landesrat als geradlinigen Menschen mit Handschlagqualität, das ihm auch über die Parteifarbe hinweg Sympathie einbringt. Also ich sehe da hier sehr viele Angehörige anderer politischer Gruppierungen, ÖVP, Grüne. Also ich habe den Eindruck, das ist ein Meng. Also da muss man sagen, die Stimmung zwischen uns beiden ist eine sehr gute und auch die Gesprächspartnerschaft und die Gesprächsbereitschaft, die ist besser als das Koalitionsklima im Gesamten. Der Walter Blachfellner ist ein guter Roter. Er hat mit Handschlagqualität und bei ihm kommt man das Wort Freundschaft auch über die Lippen, was man sonst normalerweise nicht als Schwarzer nicht über die Lippen kommt. Aber beim Walter kommt man das über die Lippen. Na, er ist ein Freund für mich. Und Sie wissen, in der Politik und auch innerhalb einer gleichen Partei ist das ja nicht immer so. Und deswegen schätze ich, dass diese Qualitäten am Walter ganz besonders und ich wünsche ihm zu seinen 60er alles Gute und dass er noch lange weitermacht. In seiner Wohnbaupolitik hat Blachfellner übrigens seine ganz besonderen Sternstunden in der Politik erlebt. Die Sternstunde in der Politik war der Salzburger Landeswohnbaufonds. Das war die Sternstunde. Vor allen Dingen jetzt im Nachhinein, wenn man sieht, wie er sich entwickelt hat. Aber es ist auch eine kleine Sternstunde jeden Tag, wenn man irgendeinem Menschen helfen kann. Wie wird es denn jetzt weitergehen mit der politischen Laufbahn? Ich kann jetzt bereits eins verkünden. Ich könnte mit Ende des Monats in Pension gehen. Ich werde es nicht tun. Ich werde weiterarbeiten. Somit wünschen wir dem Geburtstagskind noch viele weitere Sternstunden, nicht nur in der Politik.